Herzlich willkommen zum heutigen Video, in dem es um die Schönheit geht. Das ist Hans. Ihr kennt ihn vielleicht schon vom Montagsvideo. Hans ist einfach bildschön, da wird mir sicherlich keiner widersprechen. Und er hat auch vor, groß und stark zu werden, denn er ist ja ein Osterhase. Und Osterhasen müssen ja Geschenke bringen. Und Hans will noch kräftig zulegen, damit er bald dieser Aufgabe gerecht werden kann. Und das ist Hans Stracciatella mit seinen Hennen, die angerannt kommen, weil sie auch das Osterfest nicht verpassen wollen. Aber seht selbst. Hans ist ein ganz reinlicher Osterhase. Hier seht ihr ihn bei seiner morgendlichen Wäsche. Und das passiert nicht nur einmal am Tag. Mehrmals wäscht er sein wunderbares Pelzchen und das ist blitzsauber. Auch mit Fellwechsel hat er noch kein Problem, denn diese kleine Babyjacke reicht für Wind und Wetter. Seine kleine Schwester versucht es ihm nachzumachen. Aber sie hat noch ihre Probleme damit, denn immerzu fällt sie um, wenn sie versucht, auf den Hinterbeinchen zu stehen. Putzen will eben auch gelernt sein. Und das ist Friedrich, den kennt ihr ja, unseren ältesten Opa, den wir haben, der mittlerweile echt Probleme mit dem Fellwechsel hat, zumal das Fell an einigen Stellen schon ganz schön schlapp herabhängt, zum Beispiel über seinem Puschelschwänzchen. Er genießt es unglaublich, wenn wir ihm beim Putzen und bei der Pflege helfen. Deswegen hat er diese Lieblingsbürste und vom Bürsten kann er gar nicht genug haben. Kaninchen, die im Fellwechsel sind, denen sollte man bei der Fellpflege helfen, aber auch sonst genießen sie es sehr. Deswegen basteln wir als Ostergeschenk für unsere Kaninchen ein Beauty Case. Und das soll dann einmal so oder so ähnlich aussehen. Da hinein könnt ihr die Pflegeprodukte für eure Tiere legen. Mein Mann ist Künstler, deswegen bin ich in sein Atelier gegangen und habe gesagt, ich brauche mal ein paar Farben von dir, vor allem solche, die gut decken. Und deshalb hat er mir die Acrylfarben hier in der Mitte gezeigt. Die haben wir genutzt, um Gläser von innen damit einzufärben. Hier habt ihr noch einen Blick zu meinem Mann und durch unser Atelier, in dem er Bilder malt, die sehr groß und sehr farbig sind und indem er sich auch mit den Problemen unserer Zeit auseinandersetzt. Hier erkennt ihr sicherlich, dass er sich vorgestellt hat, wie das Coronavirus aussehen könnte. Hier habe ich euch noch ein Bild aufgenommen, was so richtig an Ostern erinnert mit seiner frischen Farbigkeit. Wählt für euer Glas eine Farbe, die euch gut gefällt und gießt sie in das ausgesuchte Glas hinein. Dann schwenkt ihr das Glas in alle möglichen Richtungen, damit die Wände des Glases gleichmäßig mit der Farbe benetzt sind. Und wenn das ganze Glas von innen eingefärbt ist, stellt ihr es kopfüber auf irgendeine Unterlage, am besten eine Wachstuchtischdecke oder irgendetwas, wo die Farbe dann hinterher gut abgeht, sodass das Glas völlig durchtrocknen kann. Gleichmäßig im Glas die Farbe und das Glas ist praktisch von innen angestrichen und von außen dadurch gut anfassbar, abwaschbar, aber es hält auch relativ gut auf dem Glas innen drin. So, prima. Und wir stellen das jetzt auf den Kopf, so dass es schön gleichmäßig austrocknen kann. Und nachher kommt noch ein Hölzchen drunter, dass ein bisschen Luft auch rein kann zum Trocknen. So, jetzt seht ihr das Glas, was ich gestern schon vorbereitet habe. Ich habe es mit roter Acrylfarbe oder pinker Acrylfarbe ausgegossen. Jetzt im Kameralicht sieht es fast wie rot aus. Und dann habe ich schon mit weißer Acrylfarbe vorn drauf ein Etikett gemalt. Ihr könnt das natürlich auch mit Pappe oder Papier drauf kleben. Das ist noch viel einfacher. Zumal, wenn ihr euch aus Versehen mal vermalt, ist es dann nicht so schlimm. Dann klebt man es nur auf, wenn es gelungen ist. Ich habe also weiße Acrylfarbe genommen, dieses Oval gemalt
Und ich hatte einen goldfarbenen Marker, den gibt es manchmal beim Discounter zu kaufen, der wasserfest war. Und damit habe ich diesen Rahmen rundherum gestern Abend noch gemalt, hatte bloß leider die Kamera nicht mit in meinem Büro. So, und jetzt werde ich dafür sorgen, dass aus diesem Glas ein Beauty Case für unsere Tiere wird. Dafür können wir jetzt das Glas nehmen, können die Krallenschere hineintun. Sie denkt schon wieder, es gibt was zu fressen. Ich will sie jetzt bloß nicht auswickeln, weil die will ich auflosen. Und ihr seht, auch so ein Bürstchen passt rein. Aber wie gesagt, ich lasse es jetzt mal eingewickelt, weil das kommt ja in die Verlosung zu diesem Video. Das Besondere an der heutigen Verlosung ist aber, dass wir nicht nur für eure Tiere etwas einpacken, sondern auch für euch ein paar Ostereier versteckt haben. Und zwar gibt es für euch eine Riesenauswahl an unterschiedlichen Kosmetik- und Pflegeprodukten, die wir zu der von uns gemalten Beautybox mit Nagelschere und Haarbürste dazulegen. Ich hoffe, dass ihr den Buchstaben für das Lösungswort für unsere große Schlussaktion gefunden habt. Und wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, lasst gern ein kostenloses Abo da, damit ihr nichts verpasst.
Und dann freut euch gemeinsam mit mir auf den morgigen Tag, an dem die liebe Mara von Kaninchenerfahrung wieder ein Video hochlädt. Wenn ihr die heute vorgestellten Dinge gewinnen wollt, dann schreibt bitte Hashtag Pflegeprodukte in die Kommentare. Falls ein Junge mitmacht, dann sollte er uns das bitte wissen lassen, weil dann wechseln wir die menschlichen Kosmetikprodukte natürlich so aus, dass auch ein Junge damit etwas anfangen kann. Viel Spaß wünscht euch Diana von Happy Kaninchen.